Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Diablo 4. Wir haben die Hauptstory durch, wir sind mit allem gut vorangekommen und ich wollte euch heute mal zeigen, wie man einen Albtraum-Dungeon spielt. Oder gemeinsam wollte ich das mit euch mal machen. Ich spiele jetzt auf Albtraum-Weltstufe 3 und komme auch ganz gut zurecht. Ich bin jetzt 62. Meine Skillung, wen das interessiert, schreibt es in die Kommentare, dann kann ich das noch genau erklären. Ich wollte euch jetzt mal zeigen, dazu geht man auf Verbrauchsgegenstände. Im Spiel findet man diese Siegel, die kann man auch beim Okkultisten sich herstellen lassen. Und ich wollte mal einen, der nicht zu schwer ist, Stufe 3, dann verwenden. Siegel verwenden, kurz zu aktivieren. Zack. Kultistenzuflucht. Okay, dann wollen wir uns dann mal angucken, wo das ist. Kultistenzuflucht. Da. Markieren, hinreisen. Tja. Also mit einem Freund zusammen habe ich auch schon schwierigere Stufen gemacht. Stufe 11 und so. Alleine, vielleicht schaffe ich es auch, ich weiß es nicht. Aber ich will mich nicht zu sehr stressen. Also da mache ich der niedrigstufigere. Ist ja eh schon Albtraum. Also man kann es auch übertreiben. Das mache ich lieber mit einem Freund zusammen. Also dann höherstufigere Albtraum-Dungeons. So, dann wollen wir mal gucken, ob ich dann da mit meiner Skillung dann ganz gut zurechtkomme. Okay. Schön langsam vorgehen. Andere huschen da durch. Aber so. Och, ich bin doch schon ganz gut. Töte alle Gegner. Alles klar. Dann hat sich das erledigt. Sudele. Da geht's ja schon los. Fangen wir mal da an. Bisschen sammeln ist schon richtig. Das ist mein Blutspieß. Den habe ich auf Stufe 10. Okay. Kann ich den... Ach, wenn ich den schon habe, warum soll ich den auch nicht benutzen? So, den lassen wir mal liegen. Ja, das scheint ja alles ganz entspannt zu sein. Behälter. Hier müssen wir durch. Geschlossen. Und um das zu schaffen, müssen wir alle killen. Ja, das sieht doch gut aus. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Elite. Na gut. Verpisst sich. Elixier, das könnte ich eigentlich auch mal machen. Elixier benutzen. Schreibt es mir in die Kommentare. Benutzt ihr die Elixiere? Also ich habe es in einem Albtraum-Dungeon mal gemacht, da gab es Kälteschaden und dann habe ich vorgesorgt und habe Resistenzen gegen Kälte erhöht durch den Trank. Also es geht schon. Okay.
bisschen sammeln. Ich muss warten. Oh, den habe ich jetzt verbraucht. Das war nicht so schlau. Das war nicht so schlau. Jetzt könnte ich ihn gebrauchen. Gegen Elite. Smaragd, den nehmen wir mit. Viele kleine Truhen hier. Hey, da sammeln wir ein bisschen. Ja. Ich muss warten. Aber das sieht ganz gut aus. Das sieht ganz gut aus. Ach, 56. Deshalb wundere ich mich schon. Das ist ja easy. Aber Albtraum ist trotzdem immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. ...19 verbleibend. Ja, cool. So, das war klar. Ich muss warten. Zwei verbleibend, einer noch. Elite. Okay, da sollte ich auch mal rausgehen. Ich habe kaum noch Wut. Kultistenschlüssel. Öffnen des Sanktums. Okay, wo ist das Sanktum? Da ist das Sanktum. Kann ich das auch hier markieren? Nö, das bringt nicht viel. Hier ist noch ein Event wahrscheinlich. Nee, doch nicht. Doch nicht. Jo. Hier geht's lang. Ach komm, nehmen wir mal mit. Das kann man ja gar nicht mit anziehen. So, Schlüssel auf. Okay, jetzt wird schon ein bisschen haariger. Inneres Heiligtum, okay. Inneres Heiligtum. Töte die Hohenpriester. Okay. Na komm schon! Will er nicht? Habt ihr das auch manchmal, dass es nochmal Verzögerung gibt? Aber gut.
Ja. So. Ich bin noch nicht bereit. Oh, easy. Ja, das ist schon okay. So, links oder rechts, da ist der Boss. Ich muss warten. Okay, jetzt sind gleich mehrere am Start. Ja, witzig, dass es. Ich habe nicht genug Wut. Naja, gut. Weltstufe 3, Albtraum, sagst du. Aber das ist kein. Ist alles machbar. Ich bin noch nicht bereit. Ja, ich mach das so und gleich. Artillerieschrein, ja, das ist doch nice. Da verkürzen wir uns das mal ein bisschen. Nach oben oder nach unten? Geschafft! Stufe 3. Kultistenzuflucht. Also das war ja easy. Ja gut. Inneres Heiligtum. Stufe 62. So, dann wollen wir hier mal das aufverbessern. Das war schon. Okay. Und wir haben auch was gelidierter. Schwengel. Ja, das... Das war's. Das war kurz und schmerzlos. Ich will euch einfach nur mal die Angst davor nehmen, auf Albtraum zu spielen. Ab einer gewissen Stufe macht das wirklich Sinn. Man kriegt auch heilige Sachen. Das ist... Oh ja. Wirbelwind. Man kriegt diese Sachen, die ich jetzt hier habe, sind alle heilig. Heiliger Kopfschutz, heiliger Brustschutz und die gibt es alle, heilige Handschuhe, heilige Brustbeine, heilig, heilig, heilig. Und die gibt es vorwiegend in Albtraum. Das ist auch geil, dieses Ding habe ich hier mit meinem Blutspieß. Das ist eine einzigartige Waffe. Ja, okay, ja, das war das. Da wollte ich euch mal zeigen, dass man auf Albtraum ganz locker da spielen kann. Und verskillen, glaube ich, kann man sich gar nicht. Jede Skillung hat seine Vor- und Nachteile. Ich bin so ein bisschen tanky unterwegs. Okay, das soll's gewesen sein. Einfach mal ein kurzer Einblick in Albtraum. Und das war, wie gesagt... Schaut in eure Verbrauchsgegenstände, die findet ihr, wenn ihr Albtraum spielt, dann findet ihr die Dinge auch. Und jetzt habe ich wieder einen Platz frei
Und mit einem Freund zusammen mache ich dann doch die schwierigeren Stufe 11. Ich weiß gar nicht, warum ich Stufe 12 nicht benutzen kann. Da stehen, ihr habt noch nicht. Ich weiß nicht. Schreibt es in die Kommentare. Okay. In diesem Sinne, euer Captain Riliok. Das war mal Let's Play Endgame, sage ich mal. Vielleicht mache ich noch mal eins, wenn wir einen Weltboss legen oder so. Habe ich auch schon des Öfteren gemacht. Also, das Spiel macht immer noch Spaß. Meine Kommentare zum Fazit zum Spiel habe ich ja in einer Folge mit dem Abspann, da habe ich das alles erzählt. Alles klar. In diesem Sinne, in Hamburg sagt man Tschüss. Tschüss.